Hallo YouTube, hier ist wieder euer Bruno oder bleibt ganz cool. Und heute gibt es ein kleines Tutorial, und zwar wie man am besten in Transformers Kampf auf Cybertron Quickscoped. Zu Anfang an, es gibt zwei verschiedene Varianten bzw. Charaktere, die man sich erstellen kann, um zu Quickscopen. Habe ich hier mal Quickscope 1 und Quickscope 2 genannt. Einmal Quickscope 1, den kann man mit Sprint oder mit Tarnung machen. Als Fähigkeiten und Zielmarkierung. Natürlich den Nullstrahl und die andere Waffe ist eigentlich ziemlich egal. Dann als Upgrades den Erfassungschip. Der zweite ist egal und dritte Waffenstabilisator. Erfassungschip, damit die markierten Ziele mehr Schaden nehmen. Und Waffenstabilisator, damit das Sniper auch richtig schön ruhig hält. Als zweite Quickscope-Klasse habe ich einmal mit Tarnung. Als Fähigkeit, da kann die zweite Fähigkeit, ist eigentlich auch egal. Kann man Zielmarkierung auch nehmen, muss man aber nicht. Ich nehme da eigentlich Sprint, damit ich ein bisschen schneller bin. Habe ich Überraschungsangriff, also für größeren Schaden, wenn ich angreife für eine kurze Zeit, also wenn ich die Tarnung verlasse. Dimensionsschritt, da kann man auch ein anderes nehmen, aber das ist gut, weil man da dann erhöhte Panzerung nach Verlassen der Tarnung hat. Und wenn man mal einen Quickscope daneben setzt, dann ist gut, dass man eine gute Panzerung hat und natürlich auch wieder Waffenstabilisator. Ja, das sind so die beiden Klassen, die ich jetzt dafür empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob ihr damit zurechtkommen werdet, wenn ihr es denn versucht. Ja, ihr müsst mal gucken, vielleicht kreiert ihr auch eine ganz andere Klasse und kommt mit der besser zurecht, ich weiß ja nicht. Also, stellen wir mal kurz ins Spiel, damit ich euch das mal zeigen kann. Dann nehmen wir mal eine vernünftige Map. Ja, die ist gut. Ja, also die zwei Klassen haben wir jetzt eingepackt. Und ich werde dann mit der Quickscope 2 Klasse spielen, weil ich eigentlich immer mit der auch so im normalen Spiel spiele. Also diese Klasse. So, also am Anfang solltet ihr so wie ich einfach eine Lobby erstellen, wo jetzt keiner drin ist, also nur ihr. Und wo ihr dann ein bisschen Quickscope üben könnt. Also natürlich nehmt ihr dann das Sniper. Obwohl, das unsichtbar machen wir mal später. Dann können wir direkt mal das Überschild nehmen zur Anvisierung. Dann seht ihr ja diese drei weißen kleinen Striche. Die werde ich jetzt wahrscheinlich markieren. Mit denen zielt diese ungefähr auf den Gegenstand, den ihr wollt. Ich nehme jetzt mal hier das Überschild. Ich gehe mal näher ran. Solltet ihr am Anfang auch machen. Immer schön da rangehen, nicht zu weit weg. So dass in der Mitte von diesen drei Strichen ist und dann reinzoomen, schießen, rauszoomen. Das Ganze dann halt ziemlich schnell. Ja, dann weswegen ich auch immer erhöhten Schaden nach der Enttarnung nehme. Weil wenn ich sage, ich jetzt mal hier stehe und fit kein Gegner und dann meine Tarnung zu Ende ist, dann ist in der Mitte ist dann so ein kleines Loch und außenrum so blinkende Dinger. Die zeigen dann für einen kurzen Moment die Mitte des Sniper-Visiers. Damit könnt ihr dann perfekt euren Gegenstand anvisieren und müsst einfach nur abdrücken. Dann, wenn ihr das so auf nahe Distanz schon ziemlich gut hinkriegt, könnt ihr ein bisschen weiter weggehen, sagen wir so hierhin. Könnt ihr mal so ein bisschen weiter weg versuchen. Gehört halt immer ein bisschen Übung dazu. Wenn ihr dann schon richtig gut seid, dann könnt ihr ganz weit weggehen. Da von hinten, da wird für mich aber schwer. Ja, also auf so weite Distanz würde ich eigentlich nicht quickscopen. Aber wenn ihr mal Lust habt und es versuchen wollt, dann dazu. Jetzt, also auf weite Distanz, wenn ihr denn quickscopet, dann würde ich das mit dem erhöhten Schaden nehmen. So könnt ihr schön in die Mitte das Ziel machen, diesen kleinen Kreis, und dann einfach abschauen. Ich nehme mal kurz Munition. So, das war jetzt Schritt 1 des Quickscopes, aber da der Gegner jetzt nicht so schön ruhig da sein wird wie dieses kleine Überschild da, würde ich sagen, suchen wir uns erstmal ein größeres Ziel
Oder wir gehen näher ran, könnt ihr euch aussuchen. Ich sag jetzt mal, ich nehme diese Kugel da, die sich da so dreht, also die hier. Und dabei dann ein bisschen laufen, ein bisschen springen und dann irgendwann Quickscope machen. Weil so simuliert ihr dann, dass euer Gegner, nennen wir es jetzt mal, läuft oder irgend sowas. Und dann immer schön hier gucken, wie der Gegner läuft und so. Und dann irgendwann einfach abdrücken. Das könnt ihr dann wieder von Anfang an aus naher Distanz irgendwie machen. Dann wieder etwas weiter weggehen. Und wenn er dann schon richtig gut seid, dann könnt ihr ganz weit weg. Was dann natürlich sehr schwierig wird, ist, wenn ihr dann ziemlich weit weg seid, das Ziel so klein ist wie das Überschild. Also sagen wir jetzt mal der Kopf des Gegners. Wollt ihr ihm einen Headshot geben und dann simuliert ihr wieder das Laufen des Gegners. Und dann, ja, das ist dann schon ziemlich schwer zu treffen auf so eine Distanz. Also würde ich eigentlich den Quickscope immer vom Namen empfehlen, deswegen ich auch immer Sprint mitnehme. Wenn ihr jetzt so läuft, der Gegner, dann könnt ihr näher ran und Quickscope. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, dann gibt es wiederum drei Stufen den Quickscope zu machen. Also einmal die Anfängerstufe, sage ich jetzt mal, einmal die normale Stufe und einmal die Stufe, da ist eigentlich schon ziemlich schwierig den Gegner mit zu treffen. Die normale Stufe ist einfach reinzoomen, abdrücken, rauszoomen, so in dem Tempo wie jetzt. Die mittlere Stufe ist ungefähr so schnell. Und in der höchsten Stufe, da sieht man eigentlich gar nicht mehr das Ziel wie sehr. Also sieht man es noch wirklich kurz. Da muss man schon mit dem Fadenkreuz hier, mit diesem breiten Fadenkreuz, muss man dann schon zielen, dann einfach im Prinzip abdrücken. Also ist im Prinzip die dritte Stufe dasselbe wie No-Scope, sowas im Prinzip. Aber wenn man mal sieht, ich ziele jetzt genau auf das Überschild, wenn ich jetzt schieße, dann geht der Schuss irgendwo da hinten hin. Das heißt, der No-Scope ist nicht immer so genau. Wie ihr seht, er schießt immer in irgendeine andere Richtung. Jetzt hat er einmal da unten hin, einmal da hinten hin und einmal irgendwo da in Abgrund rein oder was weiß ich. Also ist Quickscopen ist deutlich genauer. Also No-Scopen solltet ihr wirklich nur, wenn ihr jetzt so nah vor einem Gegner steht, dann abdrücken, dann trefft ihr meistens. Der ist ja noch ein bisschen größer als das Überschild hier. Aber Quickscopen ist wirklich eine gute Variante, um mit dem Sniper offensiv zu spielen und den Gegner auch noch schnell auszuschalten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es doch bitte. Und es wäre schön, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, ob euch das Video weitergeholfen hat und ob es bei euch funktioniert. Oder ob es bei euch nicht funktioniert hat und ihr das Video richtig scheiße fandet. Dann würde ich aber auch gerne wissen, warum ihr es scheiße fandet. Also dann verabschiede ich mich, euer Bruder. Tschaußen.